Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Wir sind hier gerade auf dem Weg zu einer Höhle. Da haben wir schon mal den Würfel. Ups, da müssen wir hin. Ich glaube, das ist auch die Höhle, die wir wo ich das Pergament zu habe. Oder müssen wir hier durch? Nee, dadurch kann ich nicht. Aber es kann gut sein, dass das genau die ist. Da gucken wir gleich. Das sehen wir jetzt gleich hier drin. Oh. Der kam überraschend. Hier scheint aber nichts mehr weiter versteckt zu sein, ne? Dann ist die das nicht. Ich dachte, weil es genauso in den Wasserfall ging. Kann ich die nicht anzünden? Incendio. Nö. Rebellion. Hier ist einfach nichts. Okay. Ich hatte gehofft. Aber falsch gehofft. So, hier muss dann auch irgendwo... Ach, da sind die... Die Dings. Die Jobberknolls. Was haben wir hier? Ach, hier ist der... Rebellion. Der Punkt. Ich glaube, den brauchen wir später irgendwann. Da bin ich aber mal gespannt, was das noch gibt. So, dann geben wir mal den Niefler ab. So, hier muss doch eine Truhe sein. Oder die ist wirklich nur von der Höhle aus zu erreichen. Das will ich nicht ausschließen. Hm.
Ist hier nochmal so ein... Der ist für die Höhle da unten, glaube ich. Die haben wir ja schon. Ja, genau. Der ist nur wieder hochgewandert. Dann würde ich sagen, geben wir den mal ab, ne? Da sind noch zwei Kisten. Hab ich die übersehen? Truhe. Da ist auch noch was. Ein Brief von Harriet. Ich hoffe, du bist wohlauf, lieber Bruder. Es war eine Freude, deinen letzten Brief zu lesen und die Neuigkeiten von deiner Familie zu erfahren. Besonders von deiner blitzgescheiten Frau. Leanas neueste Experimente bei der Herstellung von Zaubertränken hören sich in der Tat faszinierend an. Gelinde gesagt, ich habe noch nie gehört, dass jemand flüssiges Quecksilber zur Herstellung von Dauerwolkentränken verwendet. Ich muss aber sagen, dass die Dampfschwaden, die, wie du schreibst, durch das Haus wabern, mir etwas Sorgen bereiten. Ist Leana sich gewiss, dass ihre Arbeit sicher ist? Ach, was rede ich denn da? Ich war schließlich nie sonderlich gut in Zaubertränke, nicht wahr? Ich vermisse euch alle sehr und freue mich auf unseren gemeinsamen Sommerurlaub am Meer. In Liebe, Harriet. So, was haben wir hier? Ein seltsamer Brief von Leon an Loen an Harriet. Meine irrsinnige Harriet, schön deinen Brief zu lesen. Ein schöner Brief, so schön. Das Haus ist gerade etwas in Unordnung. Warum bewegen sich die Wände? Die Kinder sehen es auch. Leana und ich haben entschieden, dass es das Beste ist, wenn wir für den Moment im Keller bleiben, denn die Eingangshalle ist voll mit Wolken. Sie sagte, sie wolle dir schreiben, aber hat Probleme, den Federkiel gerade zu halten. Habe ich schon erwähnt, wie schön dein Brief war? Wenn ich Archimedes irgendwo finde, dann schicke ich ihn mit diesem Brief zu dir. Es ist ewig her, dass ich die alte Eule gesehen habe. Die große, schneeweiße Fledermaus, die uns mit ihrem Gekreische quält, werden wir hingegen einfach nicht los. Seltsam. Wo sind meine Schuhe? Haben wir noch mehr hier? Nö, außer dass wir hier nicht reinkommen. Haben wir sonst nichts hier, ne? Also nichts, was ich mitnehmen kann. Haben wir noch eine Truhe? So. Da ist noch eine Truhe. Nehmen wir auch mit. Dann können wir hier nämlich die Sachen ein bisschen vertickern. Ich habe ihren Niffler. Miss Coffee, ich habe ihren Niffler. Du liebe Zeit, wirklich? Oh, danke schön. Das war sehr mutig. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Alles gut. Wie geht es meinem Rococo? Kann ich ihn zurückhaben? Natürlich. Natürlich. Er wird sich freuen, nach Hause zu kommen. Mit Sicherheit. Oh je, mein mutiger kleiner Entdecker. Mein gefräßiges Kerlchen. Ich kann's kaum erwarten, ihn nach Hause zu bringen. Danke nochmal für die Hilfe. So. Von nun an führe ich Rococo an der Leine, wenn wir rausgehen. Ja, keine schlechte Idee. So, dann können wir hier gerade mal die Sachen vertickern, die wir nicht brauchen. So, sehr schön. Vielen Dank für den Besuch. Bitte. Rebellio. Da sind noch Kisten. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wo? Das Problem ist, wir haben, glaube ich, gerade nicht Nacht. Und ich sehe ihn vor allen Dingen auch nicht. Wo siehst du den, meine Liebe? Rebellio. Hä? Wo hat sie den Demigeist gesehen? Nicht hier. Doch, da ist er doch. Okay, das heißt, wir müssen ein bisschen die Nacht warten.
oben war noch eine Truhe. Schon zurück! Ich hab diese Violine aus der Winkelgasse. Die Zauberung ist komplett herrlicher Klang. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Gute Frage. Revelio! Was haben wir denn da oben? Ach so, das ist wahrscheinlich, dass da oben keiner von oben was runterwirft. Ah, okay. So. Was tun wir denn jetzt? Haben wir noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Den Demigeist halt gerade noch nicht, aber den würde ich gerne mitnehmen, dass wir die Monde sammeln. Hi Katze. Zumal es ja nicht mehr so lang ist. Achso, dann können wir derzeit, hier ist ja, war ja noch ein Merlin-Rätsel, ne? Wenn ich mich nicht allzu sehr täusche. Da war noch eine Höhle, die habe ich vergessen. Hier war doch irgendwo noch ein Rätsel von Merlin. Habe ich das verwechselt? Hä? Truhen haben wir, 4 von 4. Da müssen wir noch hin. Da muss ich auch noch hin. Ich war mir sicher, ich hatte hier noch ein Rätsel Merlins gesehen, aber okay. Oder haben wir das schon gemacht? Da haben wir alles. Verstehe ich gerade nicht. Okay. Dann machen wir die Höhle. Weil dann würde ich schon gucken, dass wir noch bis zur Nacht hier bleiben. Dass wir die den Demiguy noch mitnehmen können. Das würde ich schon gerne noch tun. Weil wer weiß, wann wir hier wieder hinkommen. Revelio. Da oben ist noch was. Hopp. So, Höhle. Hier irgendwo müsste die sein. Hopp. Da. Okay, wir haben wieder irgendwo einen Würfel. Da. Nee, nicht du. Du. So, schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Wahrscheinlich hat man wieder ein paar Klamotten. Revelio.
Wo muss ich mit dem Ding hin? Da hoch. Oh. Moment. Sehr gut. Revelio. Passt. Hervorragend. So, die Höhle haben wir auch. Und es wird auch langsam dunkel. Das ist schon mal gut. Ich kann mal gucken. Ist hier noch in direkter Nähe eine Höhle? Dann würde ich die nämlich auch noch mitmachen. Und dann fliegen wir dann zurück nach Baneburg. Nein, runter. Dann fliegen wir nach Baneburg und holen den Demiguy noch ab. So, das sollten wir eigentlich locker in der Zeit schaffen. Nö. Ich dachte, ich wäre erledigt. Hey, das ist meins. Wahr. Das war deins. So, auf geht's, weiter zur Höhle. Hup. Oh, da ist doch noch ein Merlin-Rätsel. Wusste ich's doch. Okay. Achso, das gehört zum Merlin wahrscheinlich. Nicht zur Höhle. Revelio. Das gehört zum Merlin. Jetzt müsste es offen sein. Da hatte ich ja immer schon ein bisschen Sorge, dass es einfach wieder zugeht. Wenn ich da so im Real Life drin wäre. Oh. Okay. Der zeigt nach rechts, der nach links, der nach oben, der nach rechts. Das müsste dann der nach unten sein. Ja, nach unten. Wie drehe ich denn den? Ah.
Furiosa. Fast richtig. Ich glaube, wir gehen aber gleich erstmal den Demiguy holen, solange es noch Nacht ist. Ja, machen wir auch. Gehen gerade erstmal den Demiguy holen und dann kommen wir hierhin zurück. Dann kann ich mich nämlich in Ruhe um das hier kümmern. Dann machen wir das in Ruhe. Wir sind ja schnell dort. Kann ich auch gerade noch wieder ein paar Sachen vertickern, ne? Du gehörst mir, Demiguy. Oh, es ist noch gar nicht Nacht genug. Wenn ich da eine Uhrzeit hätte, das wäre schön. Rokokos Retterin, schön, ja. Sie wiederzusehen. So, den darfst du haben. Den darfst du haben. Den Rest nicht. Vielen Dank für den Besuch. Bitte. Wann ist es Nacht genug? Revelio. Das wäre halt echt schön zu wissen. Achso, der ist noch gar nicht wieder da. Oh, da oben ist noch was, sehe ich gerade. Das haben wir übersehen. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Münzen. Revelio. Er wird auch noch nicht angezeigt, der Demiguy ist. Okay, das war, glaube ich, etwas scharf. Gehen wir gerade mal was hinterher. Was trinken. So, da sind Gegner. Dann machen wir die doch gerade einfach mal platt. Wenn wir schon hier sind. Inferius. Die wollen wir natürlich nicht in Dorfnähe haben, ne? Gottes Willen. Streicheln wir die Katze. Oh. So, den hätte ich jetzt aber gern noch. Ups. Bin ich irgendwie im falschen Haus? Das war das, ne? Jetzt wird auch angezeigt, jetzt ist er da. Sehr gut. Okay. So, Ziel erreicht. Dann würde ich sagen, fliegen wir auf jeden Fall kurz noch zurück zu unserem... zu unserer Höhle und zu unserem Merlin-Rätsel. Ich weiß gar nicht, warum mir das auf der Map gerade nicht angezeigt wurde. Habe ich da irgendeinen Filter gesetzt? Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Genau. Und ich weiß auch, dass es eine ist, die ich nicht kann. Oder wo ich nicht weiß, was ich da tun muss. Aber das sehen wir dann mal in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir können uns eigentlich gerade noch um den Sumpfgratlader kümmern.
Oder um die? Ich glaube, so viel Zeit haben wir noch. Hey. So. Ja, das ist wieder dieses Rätsel, wo ich nicht weiß, was wir da tun müssen. Da bin ich echt überfragt. Und dann haben wir ja noch unsere Höhle, ne? Aber die machen wir auch dann in der nächsten Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Oh, die müssen wir wieder aufmachen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.